Seid herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir wollen uns heute in der Folge, oder besser gesagt, ich hatte mir überlegt, dass wir uns in der Folge einmal heb ruhig nochmal hoch, hast ja fallen lassen, einmal zur Insel nochmal bewegen. Dings haben wir genug. Ey, was greifst du mich an? Dass wir einmal uns ausreichend Lithium krallen. Das ist nämlich, glaube ich, am besten. Weil das werden wir nämlich ausreichend brauchen. Und danach brauchen wir auch noch Pirscherzähne. Das ist ja auch nur so eine Sache. Die brauchen wir unbedingt. Also am besten, wenn wir aus dieser Richtung heraus zur Insel schwimmen. Weil auf der rechten Seite ist ja bekanntlich das scheiß Reaper-Gebiet. Piss Reaper. Was ich aber immer noch nicht entdeckt habe, ist dieser Cute Fish. Ich möchte aber gerne mal wissen, wo der ist. Gucken nicht, dass wir jetzt hier gleich verkehrt fahren oder so. Weil den möchte ich gerne sehen. Der soll ja richtig süß aussehen. Und er soll sogar High Five geben. Deswegen, das interessiert mich. Und ich merke schon, dass ich ein bisschen erkältet bin. Was ich eigentlich jetzt gar nicht gebrauchen kann. Eine Erkältung passt mir jetzt gar nicht. Obwohl, lieber jetzt als in ein paar Wochen. Ich gucke lieber nochmal nach. Ja. Genau. Weil ich will nicht unerwartet den Reaper begegnen. Darauf habe ich echt keinen Bock. Darauf kann ich nämlich gerne verzichten. Außerdem, wenn wir jetzt zufälligerweise wie hier jetzt kristallines, das ist Uran. Ich wollte schon sagen, kristallines Aluminiumoxid, was ist das hier? Das ist doch an der ganz falschen Stelle. Alter, ich hasse Schnupfen. Gehe ich am besten schon hier? Ich würde sagen, ja. Ist wohl scheiße, dass es jetzt hier gerade dunkel ist, aber kannst du nichts machen. Ist ja auch egal. Im Helm würde ich vermutlich mehr sehen. Im Helm würde ich definitiv mehr sehen. Und es wäre auch besser, aber was soll's. Stimmt ja. Das könnten die auch unbedingt mal fixen. Dass man nicht mehr ständig mit so dass das nicht immer passiert mit diesen scheiß Updates, dass sie
dass das eben wieder zugeht. Das ist scheiße, ist das. Das ist richtig scheiße. Weil davon abgesehen, dass wir die Sachen eh wieder hier finden oder so, ne? Was ja wenigstens auch gut ist. Also wo ist denn jetzt das Lithium hier abgeblieben? Ich will Lithium, Jungs. Ich brauche Lithium. Oder ist nicht gerade wenig? Ja, hier. Ja, haben wir dort wenigstens ordentlich was an Stuff. Jetzt haust du ab, ne? Scheiß Viech. Blöds Drecksviech, ganz ehrlich. Ja, natürlich, Dings habe ich nicht mitgenommen. Läuft bei mir. Naja, wenigstens der gibt ordentlich was. Wo ist denn jetzt das scheiß Lithium? Die Insel war mal übelst voll davon. Ja, ja, geh ruhig runter. Mir schnurz. Die Höhle war mal so voll mit Lithium, ne? Und jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass es gerade ziemlich scheiße ist. Aber ich gefunden Gold. Lithium, Jungs, ich brauche Lithium. War mal wirklich so viel. Ja, nach Möglichkeit sollte ich hier trotzdem nicht sterben. Aber nur nach Möglichkeit. Ja, guck mal, jetzt bin ich schon mal hier oben. Auch klasse. Ja, hau bloß ab, hau bloß ab, hau ab, sag ich dir, hau ab. Okay, die fliegen mal einfach so in der Gegend rum, auch gut. Salzablagerung, was interessiert mich Salzablagerung? Die interessiert mich ein Scheißdreck. Mich interessiert. Aua! Ich hatte natürlich wieder nichts zum Heilen dabei. So ein. Aua! Hau ab, sag ich hier!
Remember, the materials you gather are the property of the All-Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Ja, von denen können wir auch einiges gebrauchen. Lithium haben wir jetzt 4 Stück. Das reicht auf jeden Fall, um ein bisschen was zu craften. Mit den anderen 2 Stück, die ich schon in der an der Base habe, reicht es auf jeden Fall, um das Dings zu machen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hoch. Ionenwürfel haben wir ja gar nicht dabei, ne? Müssen wir das von der in die Base gehen. Okay, ich habe jetzt noch 5%. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nach da unten nicht. Das weiß ich jetzt schon. Dann ist das Zeug praktisch. Scheiß Viech ist weg. Und kotzt mich nicht voll hier. Ich könnte natürlich auch den Sprung wagen nach da unten, aber will ich das? Das. Durch so eine Sache, ne? Aber es fucking 5%. Sterben tue ich so oder so. Würde ich sagen. Egal wie ich es anstelle. Moment, eine Möglichkeit hätte ich vielleicht. Bei der ich sogar nicht sterben könnte. Aber sie ist auch ziemlich riskant. Sogar sehr riskant. Ich muss einen Platz finden, an dem ich runter kann. Ich renne hier wie Sau durch. Hier einen Platz zu finden, hier runterzukommen, ist scheiße. Gut. Dann renne ich halt durch. Sonst bleibt man gerade eh nicht übrig. Mensch, mit Glück. Gut, mehr Glück als Verstand. Wo geht's raus? Ich glaube da. So. Mich interessiert gerade gar nicht, was du laberst. Mädchen, ich komme. Eigentlich müsste ich mal ein bisschen was saufen.
Vital signs stabilizing. Das war's. Mädchen! Hey, wo ist mein Mädchen? Da ist mein Mädchen. Welcome aboard, oh. Captain. Meine Foto ist eingeschlafen. Sehr gut. Warte mal, wie kriege ich eigentlich den Laserschneider? Den hätte ich nämlich auch gerne. Da, Laserschneider. Batterie? Haben wir alles. Geil, du. Ja, falsche Taste. Dann machen wir uns den gleich nebenbei. Finde ich ja nice. Ach komm, ich will gucken, was da drin ist. Sei. Und da habe ich noch Uranit entdeckt. Uran ist ja auch so eine Sache, die wir brauchen. Am schlimmsten wird es ja nachher sein, wenn wir die Aurora wollen. Deswegen war es mir ja wichtig, dass wir den Zyklopen haben. Was ist da? Was ist das? Geilo! Haben wir noch mehr von dem Dingern? Ich habe nämlich das Gefühl, wenn wir es nämlich nachher ausmachen, dass dieser Fortschritt weg ist. Aber vielleicht haben sie es ja auch mittlerweile gefixt oder so. Ich meine, ist ja alles möglich. Das weiß ja eben nie. Schnauze! Ist das hier eigentlich ein Ort, wo ich so rein kann? Nein, hier brauche ich den Laserschneider. Gut. Immer umgucken. Man weiß ja nie, was man so findet, ne? Aber die braucht mehr, die mobile Fahrzeugstation. Ja, sieh mal an, die Zeit ist auch schon wieder so gut wie um. Das heißt, nächste Folge brauchen wir dann bloß noch die Pirscher-Szene. Eigentlich sehr gut. Mal, wo war ich hier stehen? Blieb mir jetzt bei abgelenkt. Ach genau. Wir wollten ja zu unserer Base zurück. Ups. Und aber seit wann brauche ich für die mobile Fahrzeugstation? Nein. War das die Modifizierungsstation, die wir gekriegt haben? Ich hoffe ja. Was soll ich mit der Tauchleine?
Stasi gewählt. Vielleicht das brauche. Nein, das war wohl tatsächlich das Ding, was ich nicht brauche. Ja, Tatsache. Doch, es war das Ding, was ich gar nicht gebrauchen kann. Die Mobilfahrzeugstation. Ach, guck mal, die Batterien sind ja voll. So, einmal Höhlenschwefel. Die beiden Lithium. Das ist nicht das, was ich brauche. Aber das will ich brauchen. Und die beiden. Und dann machen wir mal bitte Klarstahlbahn. Das hätte ich nämlich gerne noch in dieser Folge gemeistert. War das? Wie war mir für zweimal Lithium? Hör doch auf. Blei, blei, blei. Wie mir für zweimal Lithium? Nein. Lithium, Lithium. Blei, 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 blei. Komm da erstmal rein. Hey, Lithium ist irgendwie Rarität geworden, merke ich gerade. So, warte mal. Gib mir mal das ganze Blei her, was du hast. Das brauchen wir dann nämlich jetzt gar nicht. Und dafür packst du mir mal bitte die Klarstahlbahn da rein. Hier packen wir das noch mit rein. Hier kann das ganze Blei rein. Titan brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber das hätte ich gerne. Und das kann er erstmal rein. Das benutzen wir einmal. Boah. Jung. Seek fluid intake immediately. Vital signs stabilizing. Nein, falsches Gerät. Immer diese Kollisionsabfrage. Ich hasse es. Warte. Was brauchten wir dafür? Wo? Da. Da. Eine Batterie. Da war irgendwo eine leere Batterie. Da. Danke. Nein, persönliches Werkzeuge. Warmine, da haben wir doch den Laserschneider. Perfekto! Jetzt haben wir auch den Laserschneider. Sehr schön. Die packen wir mal bitte auf die 2. Gut. Schubkanone. Brauchen Kabelsatz. Minus der Bärz? Bestimmt. Aber ich habe kein Magnetit. Aber ich weiß, wo ich Magnetit finde. Aber da komme ich nicht so einfach hin. Außerdem müsste ich nach da unten, weil da unten die Modifizierungsstation zu finden ist. Ja, verdammt. Und ich habe so wenig Luft.
Naja, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Jedenfalls nächste Folge werden wir uns dann die Pirschätze holen. Dann können wir uns auch gleichzeitig den Zyklopen machen. Aber für den Zyklopen sollten wir irgendwo alles sein. Ansonsten haben wir damit ein Problemchen. Irgendwo ein bisschen weiter tiefer rein. Ansonsten hängt er nämlich fest und wir kommen gar nicht mehr weg mit dem. Gut, Leute, ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr natürlich morgen wieder mit dabei seid zu Subnautica. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, beziehungsweise wunderschönen Tag, je nachdem, wann die Folge kommt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.